Hallo, liebe Sternenfreunde, und herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung für den Januar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Und Glückwunsch an alle Steinbockgeborenen und Wassermanngeborenen, die im Januar Geburtstag haben. Danke, dass ihr so toll bei meinen Verlosungen mitgemacht habt und mir so viele schöne Kommentare geschrieben und so fleißig meinen Kanal abonniert habt. Jetzt sind es schon über 7000 Abonnenten und mein Ziel für 2018, die 10.000er-Marke zu knacken, ist schon in greifbare Nähe gerückt. Also bitte, bitte macht weiter so toll mit und auch, es gibt auch diesmal wieder eine Beratung zu gewinnen. Jetzt habe ich euch erstmal zwei Gewinnerinnen aus dem Dezember zu verkünden. Ein Sternzeichen-Collier geht an Linda Morgenstern und eine große Jahresvorschau gewonnen hat Heike Richter. Herzlichen Glückwunsch an meine beiden Gewinnerinnen. Bitte meldet euch bei mir per E-Mail oder über mein Kundentelefon, damit ich euch eure Gewinne zukommen lassen kann. Beides habe ich unten im Video eingeblendet und ihr findet meine Kontaktdaten auch unten in der Videobeschreibung. Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es jetzt auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 für euch zum Nachlesen und Nachschlagen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr die viele liebevolle Arbeit, die ich in das Jahreshoroskop hineingesteckt habe, und ihr habt auch was davon. Es kostet als Buch 19,99 € und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 €. Ihr könnt es ab sofort bestellen. Alle Infos findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, bin ich natürlich gerne für euch da und alle Infos findet ihr auch auf meiner Homepage oder ihr ruft einfach auf meinem Kundentelefon an. Mit etwas Glück könnt ihr auch diesen Monat wieder eine Beratung gewinnen und wie es geht, dazu mehr am Ende des Videos. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen im Januar genauer an. Das Jahr geht los mit einem prägnanten Vollmond am 2.1., der in eine auffällige Drachenfigur eingebunden ist. Das ist ein sogenannter Talentdrachen. Und an der Spitze des Drachens haben wir ein großes Stellium. So nennt man das, wenn viele Planeten nebeneinander in einem Zeichen aufgereiht sind. So wie hier. Sonne, Venus, Lilith, Saturn und Pluto verbinden sich alle im Steinbock. Und Pluto und Saturn werden ja auch das ganze Jahr dort bleiben. Und genau gegenüber steht zu Vollmond der Mond im Krebs. Und der erzählt uns, wie wichtig unsere Familienbeziehungen sind. Und wie wichtig es ist, dass wir ein Gefühl von Heimat haben. Diese Konstellation gleich zu Jahresbeginn lässt mich hoffen, dass es uns im neuen Jahr gelingen kann, Herausforderungen zu meistern, die Widersprüche des Lebens zu integrieren und neue Strukturen zu schaffen, die uns ein Gefühl von Geborgenheit geben, aber trotzdem genug Raum für Entwicklung und Toleranz lassen. Bis zum 9. Januar haben wir harmonische Konstellationen. Wir rücken mit denjenigen zusammen, die wir lieben und sind auch bereit, Arbeit in unsere Beziehungen zu stecken, denn wir merken, dass das was bringt. Dass wir nicht träge werden, zeigt auch der Mars, der in diese harmonische Figur eingebunden ist und uns antreibt, etwas Gutes draus zu machen. Zwischen dem 9. und dem 17. Januar baut sich dann allerdings eine Spannung auf, und zwar zwischen der Venus hier und Uranus. Und da kann dann nochmal ein bisschen Panik in der Liebe aufkommen. Wer einen neuen Flirt oder Liebhaber mit ins neue Jahr gebracht hat, erlebt vielleicht ein wildes Auf und Ab. Wird es was oder wird es nichts? Will man seine Freiheit aufgeben oder nicht? Das sind dann so die Themen. Am 17. Januar ist der Neumond im Zeichen Steinbock und er erinnert uns daran, dass wir eine kosmische Verpflichtung haben, im Leben Verantwortung zu übernehmen und etwas zu manifestieren. Das ist also eine gute Gelegenheit, um noch einmal darüber zu meditieren, was wir mit diesen ganzen Konstellationen im Steinbock 2018 und auch in den Jahren darauf anfangen wollen, wo wir etwas im Leben manifestieren wollen und was wir für Wünsche haben. Und mit diesem Neumond am 17. Januar beruhigt sich dann die Aspektlage wieder. Ihr könnt euch also für die zweite Januarhälfte vornehmen, Sachen zu erledigen, die liegen geblieben sind, oder etwas für euch selbst zu tun, ohne gestört zu werden.
Am 18. Januar geht die Venus in den Wassermann, dicht gefolgt von der Sonne, die am 20. Januar morgens um 4.09 Uhr in den Wassermann wechselt. Das wird besonders die Feuerzeichen und die Luftzeichen freuen, also Widder, Zwillinge, Löwe, Waage, Schütze und natürlich die Wassermanngeborenen, denn vorher spielte sich alles in den Elementen Erde und Wasser ab. Eine spürbare Änderung der Energie ist auch der Übergang von Mars. Am 26. wechselt der in den Schützen und geht dann da erstmal durch die erste Dekade. Das wirkt wie ein Wachmacher. Und dann zusammen mit der Venus im Wassermann kommt auch wieder eine prickelnde Flirtstimmung auf, während vorher eher Kuscheln in festen Beziehungen angesagt war. Zwischen dem 23. und dem 29. rate ich allen zur Vorsicht, die irgendjemandem die Meinung sagen wollen oder heikle Gespräche führen müssen. Denn in der Zeit verbindet sich der Merkur hier erst mit Pluto im Steinbock und bildet anschließend eine Spannung zu Uranus hier im Widder. Da kann uns etwas, was wir unbedacht dahingesagt haben, hinterher um die Ohren fliegen. Der Monat klingt dann aus mit einer spannenden Konstellation, denn am 31. Januar haben wir eine totale Mondfinsternis im Löwen. Die entsteht immer dann, wenn der Vollmond hier auf die Mondknotenachse fällt. Ja? Das heißt, wir haben den Mond im Löwen auf dem aufsteigenden Mondknoten und hier haben wir die Sonne und die Venus am absteigenden Mondknoten. Und diese Konstellation wirkt bereits ab 3 Wochen vorher und bis zu 3 Monate nachher noch. Und betroffen sind alle, die im Geburtshoroskop Konstellationen im Löwen oder im Wassermann haben, und zwar um die 11 Grad herum. Das ist der Anfang der zweiten Dekade. Die Mondfinsternis kann euch den Seelenpartner bringen. Und es kann sein, dass ihr deutlich spürt, dass ihr die Person aus einem vergangenen Leben kennt. Jedoch ist es möglich, dass ihr dann große Erwartungen habt, die leider nicht erfüllt werden können, einfach weil ihr vielleicht bereits andere Lebenswege eingeschlagen hattet. Mit der Venus am absteigenden Mondknoten kann die Konstellation auch anzeigen, dass sich Menschen in der Gemeinschaft ausgeschlossen fühlen, so wie bei einer Fete oder einer wichtigen Veranstaltung, wo eben manche Leute keine Einladung bekommen und die dann darüber sehr empört sind. Das ist dann der Konflikt, dass man es nicht schafft, alle Leute mit ihren Interessen und Befindlichkeiten unter einen Hut zu bringen. Tipp der Sterne, wenn ihr etwas vorhabt, ein Fest oder eine Unternehmung, zum Beispiel die Wassermanngeborenen, die in dieser Zeit Geburtstag haben, vergesst bloß niemand auf eurer Einladungsliste. Sonst ist die Person schwer beleidigt und weil die Konstellation eben noch bis zu 3 Monate nachher wirkt, kann es dauern, bis jemand, der sich auf den Schlips getreten fühlt, wieder bereit ist zur Versöhnung. Das waren die Konstellationen im Januar. Bei den einzelnen Sternzeichen habe ich den Januar mit in den zweiten Teil des Jahreshoroskops hineingepackt. Denn da gehe ich ja durch die Konstellationen von Januar bis Dezember. Auf eure Top-Tage braucht ihr trotzdem nicht zu verzichten. Die präsentiere ich euch als Extra-Videos. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bucht über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert, einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Und schaut euch auch meine Top-Tage für den Januar noch an. Alles Gute mit den Sternen!